ApoRed, Multimillionär. ApoRed, der allerechte Hase und alle anderen sind Goofies, hat einen neuen Song rausgebracht. Vorneweg muss ich fairerweise sagen, dass ich ApoRed sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Er hat in der Vergangenheit nur mal viel Scheiß abgezogen. Er hat jedes Mal in seinem Video betont, dass er mehrfach Multimillionär ist und wie viel Geld er eigentlich hat. Dann wurde er öffentlich vom Mimi auseinandergenommen, dass er eigentlich Millionen von Steuerschulden hat und Insolvenz angemeldet hat. Trotzdem sagt er immer noch in jedem Video, wie reich er eigentlich ist. Und es gibt nur zwei Optionen. Entweder er ist wirklich pleite und sagt trotzdem immer noch, wie viel Geld er hat und die ganzen Fake-Autos, die geleast sind und sein Hotelzimmer da in Dubai, oder er ist wirklich reich und dann ist es aber einfach noch unangenehmer, wenn er sagt, wie viel Geld er wirklich hat und wie reich er eigentlich ist. Und der Songname Multimillionär ist auf jeden Fall jetzt schon mal passend. Also das muss man ihm lassen, der passt. Schauen wir aber mal, was die Kommentare sagen. Wir leben in einer Simulation. Zu diesem durchaus wundervollen Song haben meine Eltern geheiratet. Sollte nicht ein Video kommen, wo er alles beweist? Seitdem ich den Song gehört habe, weiß ich, dass eine Ausbildung besser ist. Der Main Character hat uns Goofies zerstört. Meine Erwartungen sind gering, wir schauen mal rein. Okay, typisch Dubai hier. Immer noch cool, immer noch Dallas, Dallas Cash. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Boah, ich schau grad mal, ey, ApoRed hatte 2019 ja richtig seine Primetime mit seinen Songs, ey, da hatte er Photoshop, Everyday Saturday, Numero Uno, Baba Wang, ey, es waren ja so krass legendäre Songs, die so durch die Decke gegangen sind. Und dann kommt sowas hier, also ich bin ein bisschen enttäuscht, kann er sich immer ein bisschen Mühe geben? Kam irgendwie voll random, der Song, ne, also glaube ich, keiner hat gerechnet. Schauen wir mal weiter. Immer noch cool, immer noch Dallas, Dallas Cash. Red is Chef, back on track. Baller noch Bass für meine Fam. 100k in der Prada Bag. Wie gesungen wie beim Mathe-Test. Fahre Range, Farbe Black. Bleibe Boller wie Lacassette. Rollen im Benzo. Und sie denkt, es wäre Batmobil. Fahre kein Werk noch. Baby, drive nur Mansory. Komm aus dem Ghetto, Hamburger Brennpunkt. Mache Hustler so wie Rambo. Kaufe die Daytona Rainbow. Als Präsentator. Oh, nee, was macht der denn da? Ey, vor allem an die jüngeren Zuschauer hier, wir alle kennen auch den ApoRed so aus 2018, 2019, einfach in seinem Zimmer mit Fortnite, ey, das waren so geile Zeiten. Und dann mit Leon Mascher, mit dem Bombenprank, jetzt vor kurzem mit dem Prank, dass er Steuerschulden hat, was auch einfach ein Prank war, ein Prank, wenn du Eier hast mit Leon Mascher, das ist kein guter Einfluss. Wie Eltern immer sagen würden, es fühlt keiner mehr, einfach nur noch peinlich, was aktuell ApoRed macht, dass er ständig sagt, er hat so viel Geld und rechtfertigt sich immer und es wird so schnell aufgedeckt und er macht einfach immer weiter, anstatt sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, ja, das stimmt und er beweist ja auch nicht mal, es ist Katastrophe. Song auf Dauerschleife, klar, denn ich baller nur Hits, ey. Komm in Lambo angefahren, Baba Wagen 5 Sitze. Aura wahnsinnig brutal, deine Chick will jetzt mitsehen. Und sie fragt mich, wer ich bin. Bin der Main Character. Multimillionär. Das Schlimme ist, viele machen das ja so aus Spaß, aber der meint es ja komplett ernst. Er sagt, ja, ich bin Multimillionär und ich bin der Main Character und ihr seid alles Goofies und. Ey. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Montclair. Der Main Character, Oberkörper wie ein Bär. Und sein Vermögen, das wird immer, immer mehr. Er ist der allerechte Multimillionär. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Montclair. Der Main Character, Oberkörper wie ein Bär. Und sein Vermögen, das wird immer, immer mehr. Es geht eigentlich nur darum, wie reich er ist, teure Sachen trägt und oberkörperfrei ist. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ah, und er ist der Main-Character, sorry. Boah, der muss sich so heftig fühlen. Ey, viele sagen ja auch, der ist ein Narzisst. Und ich kann das nur bestätigen, ey, das ist, ey, what, wie kann man sich denn so fühlen? Er ist der allerechte Multimillionär.
hat er sogar ein Cover gemacht, so ja richtig aufwendig hier. Multimillionär ApoRed mit seinem geleasten Wagen hier in Dubai. Top Menschenrechte, wo auf jeden Fall Menschenrechte und Frauenrechte sehr gewertschätzt werden. Ey, ja, was soll ich sagen? Ich fand das Musikvideo gar nicht mal so gut. Ich habe jetzt echt viel erwartet. Er hat dann irgendwie nicht so viel Mühe reingesteckt. Ich fand den Beat geil, aber den hat er halt auch nicht selbst gemacht so. Am besten fand ich hier die Frau. Von der Stimme her und auch vom Aussehen her. Das hat mir so am besten gefallen. Ja, was gibt es abschließend zu sagen? Fand ich gar nicht mal so geil. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Kam ja auch ultra random der Song. Am besten fand ich immer noch den Beat und die Frau. Damit hatte er jetzt irgendwie relativ wenig zu tun. Viele wünschen sich einfach den normalen Fortnite ApoRed, den sympathischen, der irgendwie vor allem jüngere Zuschauer enthält, den wünschen sich die meisten zurück. Ich habe jetzt nicht auf seine letzten Videos reagiert, auf seine Roomtour oder auf irgendwelche Statements, da habe das aber privat ziemlich viel verfolgt und vor allem Reaktionen von anderen Streamern. Ja, was soll ich sagen, ApoRed einfach nur eine absolut peinlich. Schreibt mir eure Meinung zu dem Song in die Kommentare. Hat irgendwie niemand mit gerechnet. Ich glaube, die Zeit von ApoRed ist vorbei und das muss er auch selber mal verstehen.